Willkommen zurück zu Lies of Pi. Wir leveln noch ein bisschen, beziehungsweise leveln ist falsch ausgedrückt. Wir sammeln Ergo, um uns ein paar Wurfzellen zu leisten. Dumm, die du. Das sieht aber gerade komisch aus, oder? Soll das so sein? Cool, ich glaube, ich bin. Ah, jetzt kommt die Textur wieder. Stimmt, hier war ja einer. Scheiße. Eine Wurfzelle, sehr gut. Jetzt sind wir dabei zwei. Ach, Arsch. Ich finde es halt cool, dass die immer noch Sachen dann immer schön droppen. Jetzt sind wir schon mal bei 3. Das heißt, wenn wir jetzt noch mal 3 kaufen, haben wir zumindest von der Sorte schon mal 6 voll wieder. Müssen wir dann bloß noch gucken, dass wir genug Ergo haben, um unsere Waffe, die eine da, die neue, abzugraden. Das sollten wir auch. 700 Ergo, denke ich mal, wäre Minimum. Haben dann. Sag mal, kann das sein? Ich dachte am Anfang immer, das wären Soldaten. Aber ich glaube fast, das wären, sind eigentlich eher Pagen, oder? Wie aus dem Hotel quasi, die das Gepäck immer nehmen und so weiter. Dumm. Das Problem ist ja, wenn wir den ihn jetzt in der Mine besiegen sollten, wird das nicht der letzte sein. Würde mich auch nicht wundern, wenn davon mal zwei auf immer auftauchen. For your information. So. Dann kaufen wir erstmal die normalen. Fünfhundert hätten wir jetzt noch über. Ich denke mal, sowas sollten wir vielleicht, wenn es jetzt auch wieder nicht klappt, auch benutzen. So eine Attributsampulle. So 500 Ergo haben wir. Machen wir einfach nochmal so eine Tour und dann müssten wir eigentlich nur noch ha genug haben dafür. Zum Aufleveln der Waffe. Und dann mal noch mal in die Mine, mal gucken. Könnte eventuell jetzt schon reichen, aber ich gehe lieber auf Nummer sicher.
sag mal. Aus. So, 1000 haben wir. So, das müsste doch jetzt locker reichen. Ab ins Hotel. So, wupp, wupp, wupp. I know my way around a weapon. Waffe verbessern, please. Das hier. Okay, jetzt bräuchten wir auch wieder den Sichelmondstein. Das Gewicht. Okay, jetzt müssten wir bloß noch unsere Ausrüstung anpassen. Wieso? Hey, was muss ich denn jetzt hier machen? Ablegen. Ach, dieses System ist manchmal verwirrend. Okay. Gut. Daumen drücken ist angesagt. Falls das jetzt wieder scheitern sollte, würde ich... Alter, was für ein riesen Schraubenschlüssel. Nee, Schraubenschlüssel, das heißt doch anders, oder? Ach, keine Ahnung. So, wurscht. Falls das jetzt scheitern sollte, würde ich offscreen wieder leveln, und zwar erstmal... damit unser Gewicht wieder angepasst wird, damit es nicht gelb ist. Und dann auch nochmal auf Vitalität, beziehungsweise vielleicht auch auf Verteidigung. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil die Überhitzung zieht doch ziemlich immer ab. Alter! Haut ordentlich rin! Aber ist halt auch gefühlt ein bisschen
langsamer. Das ist schon irgendwie geil jetzt, ey. So. Hat er jetzt ein bisschen Angst, dass wir das Fass vielleicht trotzdem erwischen? Saft, Sack. Keine gute Voraussetzung. Absolut nicht. Kacke. Das hat jetzt ordentlich reingeballert, ey. Scheiße. Hey? Oh. Ach Mist, ich wollte gerade noch weg. Ach, das gibt's doch nicht. Eigentlich kann ich es jetzt schon wieder sein lassen, ey. Menu, ey. Zwar machen wir mit der Waffe jetzt mehr Damage, auch bei dem Großen dann, aber ich will zumindest mit allen Pulszellen starten und nicht schon zwei, drei verbrauchen, bevor ich überhaupt gegen den begonnen habe. Das mit den Fässern nervt mich aber richtig, ey. Das gibt's doch nicht. Ich werde schon wieder ungeduldig. Wieso visiert er die nicht an? Meine Fresse. Geht doch. So, okay. Ein bisschen Schaden haben wir trotzdem schon gekriegt. Das ist nicht so gut, aber noch vertretbar. Jetzt kommt es so ein bisschen drauf an hier. Alter, ich sehe den jetzt. Ich würde schon sagen, ich sehe den und er visiert ihn einfach nicht an.
Was ist denn das schon wieder für eine Scheiße gerade? Ja, na klar. Der Sack kommt rüber. Okay. Cool, endlich haben wir es mal hingekriegt. Mein Wunder, dass er das fast nicht anvisiert hat. Okay, jetzt müssen wir vorsichtshalber den noch platt machen. Gut, dann let's go. Okay, wow. Dass das jetzt tatsächlich so einen Unterschied macht, damit hätte ich nicht gerechnet. Hätte man... Warum verschwindet der nicht, wie sonst die Gegner immer so? Ich glaube, der letzte ist, hat sich gleich aufgelöst. Könnte bedeuten, dass der dann wiederkommt. Ja, wir haben neue Ausrüstung gekriegt. Neues Amulett. Erhöht den Schaden, der Puppen zugefügt wird. Ne, das ist das, ne? Trägeramulett. Erhöht maximales Gewicht. Ist natürlich praktisch. Die Puppen gingen immer weiter. Ihren letzten Schritt sparten sie sich für den kahlen Sumpf auf das Grab der Puppen. Wäre halt cool, wenn man nochmal so mehr Leben 2.0 oder sowas kriegen würde. Okay, ich bin gespannt. Ich bin erstmal froh, dass wir das jetzt geschafft haben, ey. Okay, wir gehen aus der Mine schon mal wieder raus. Zum nächsten Stargazer. Mondscheinstadt, bewölkter Abend. Mondschein und am Himmel die Sterne. Gut, da würde ich sagen, gibt's an dieser Stelle erstmal wieder ein Päuschen. Spitze, bedanke mich. Bis denne.